wir buchen seit mehreren Jahren über die Kulturkinder Karten für die Teilnehmerinnen der Refugio-Kunstwerkstatt, das heißt für die Kinder, die in den Gemeinschaftsunterkünften an unseren Malgruppen teilnehmen. Wir hatten einmal Freikarten für verschiedene Museen, die wir mit den Kindern besucht haben und Gruppen. Außerdem war das Kinderkino und auch Kindertheater jedes Mal eine sehr beliebte Veranstaltung. Wenn schon Corona uns hier im Theater zum Stillstand bringt, dann lass uns doch versuchen, in die Höfe, in die Orte hineinzugehen, wo sich unser Zielpublikum auch befindet, nämlich in soziale Einrichtungen, in geflüchteten Wohnmöglichkeiten, im weitesten Sinne eben da, wo sich das Leben befindet, auch das Leben, das uns auf allen Ebenen beeinflusst. Denn diese Arbeit ist nun mal auch eine sehr gesellschaftspolitische, die wir machen. Gesagt, Kulturarbeit ist grundsätzlich wichtig. Ich weiß aber genau, dass in diesen Zeiten, wo die soziale Schere immer weiter auseinandergeht, es für manche Menschen und für manche Familien wirklich nicht einfach ist, kulturelle Teilhabe zu leben, zu haben. Und von dem her finde ich es sehr schön, dass wir die Unterstützung durch euch haben, um eben gerade diese Zielgruppen, die momentan wirklich fast auf einer Ebene wie im Stillstand sich befinden, gerade was kulturelle Teilhabe anbelangt, zu erreichen. Generell war es schon immer schwierig für die Kinder in Gemeinschaftsunterkünften kulturelle Teilhabe für sich erfahrbar zu machen. Seit der Pandemie, seit den Quarantänemaßnahmen auch, war es überhaupt nicht mehr möglich. Und dadurch waren natürlich die Veranstaltungen, die die Kulturkinder dann ins Leben gerufen haben, direkt in die Gemeinschaftsunterkünfte zu kommen, für uns ganz besonders wertvoll. Es ist einfach so, dass die meisten von unseren Familien so eine schwierige Lebensgeschichte haben, traumatische Flucht- und Foltererfahrungen machen mussten, sodass sie nicht in der Lage sind, die Motivation aufzubringen, in einer normalen Alltagsstruktur am Nachmittag mit den Kindern beispielsweise noch ein Theater zu besuchen oder ins Kino zu gehen. Aufgrund dessen finde ich es besonders toll, trotzdem natürlich den Kindern zu ermöglichen, dass es das gibt, dass sie daran teilnehmen können und auch unbedingt sollen, dass sie einen Abstand kriegen können.
wahnsinnig gefreut, aber ich habe auch sehr viele lachende Erwachsenengesichter gesehen, was ich besonders schön finde. Und das ist natürlich bei Pippi Langstrumpf, wie das bei dem Kindertheater der Fall war, auch besonders toll, weil die jede Altersgruppe erreicht. Wie gesagt, da zu spüren, wie sehr die Menschen sich auch auf uns freuten, das war so ein wunderschöner Moment. Der ist mit nichts ersetzbar. Ja.